Ja, hallo. Ich bin Frances Jehl. Ein paar, die vorgestern hier waren, wissen, ich bin Susanne Gerdow. Also das ist kein Betrug. Ich darf das. Ich bin Autorin. Das ist erlaubt. Ich lese aus Strom im Elfenland. Es ist hier ein bisschen schwierig mit der Akustik, obwohl die Technik ist toll da hinten. Also super. Wenn hier irgendjemand das Gefühl hat, ich bin zu leise, winkt mir mal zu oder so, dann drehe ich den Ton bei mir ein bisschen auf. Aber die Technik ist super, die kriegen das im Prinzip gut im Griff. So, ich lese Sturm im Elfenland. Ich habe überlegt, ich bin immer ganz schlecht, ich schreibe ganz gerne 450 Seiten und ich bin immer ganz schlecht, wenn ich dann die Sache kurz zusammenfassen muss. Deswegen lese ich diesen wundervollen Klappentext. Der passt schön und den kriege ich besser so auch nicht hin. Also, Sturm im Elfenland. Im Elfenland herrscht Unruhe. Seit König Oberon die Ausübung von Magie verboten hat, regt sich im ganzen Reich Widerstand. Das Leben der jungen Elfe Alana verläuft jedoch unbeschwert, bis eines Tages unerwarteter Besuch auf das Gut ihres Vaters kommt. Die Eltern ihres Cousins Ivailo wurden als Aufrührer verurteilt und verbannt. Darum soll der junge Elf nun in Alanas Familie eine neue Heimat finden. Ivailo ist still und verschlossen, doch bald erkennt nicht nur Alana, dass der geheimnisvolle Junge in den alten magischen Künsten sehr bewandert ist. Was ist das Geheimnis des Sternensteins, den Ivailo bei sich trägt? Und warum öffnen sich plötzlich überall im Elfenland gefährliche Dämonentore? Tiefer und tiefer gerät Alana in einen Strudel mysteriöser Ereignisse. Ich lese eine Stelle, in der Alana vorkommt, ihre Freundin Garnet, ihr Bruder Eindru, der besagte Cousin Ivailo und der nette junge Hauslehrer Eramon, in den Alana so ein bisschen verschossen ist. So, jetzt muss ich die Stelle noch finden, noch einmal. Die alte Grauweide mit den tief zu Boden hängenden Ästen war einer von Alanas Lieblingsplätzen. Von hier aus war es ein Katzensprung zu dem kleinen Teich, in dem man vor Seerosenblättern das Wasser kaum noch sah. Dort seine Füße in das kalte, moorige Wasser zu hängen und sie in goldbraune, seltsame Fische verwandelt zu sehen, während die heiße Nachmittagssonne auf den Nacken und die bloßen Arme brannte, war ein Vergnügen, das Alana und Garnet mit niemandem außer der besten Freundin teilen mochten. Das Wasser, den Fuß aus dem Wasser schnellen und schleuderte blitzende Tropfen ins Sonnenlicht. Siehst du die Teichnymphe? Sie zeigte den Zeh auf eine Stelle am anderen Ufer des kleinen Gewässers. Garnet kniff die Augen zusammen. Das ist ein Büschel Gras, widersprach sie. Es bewegt sich aber. Eine Ente. Garnet beugte sich vor, bis ihre Haarspitzen ins Wasser hingen. Es ist eine Ente, ganz klar. Sie quakte vergnügt zum anderen Ufer hinüber und die Antwort schallte über das Wasser. Siehst du? Alana grinste. Es hätte aber genauso gut die Teichnymphe sein können. Sie plätscherte mit den Zehen. Mir ist heiß und ich habe Durst. Gehen wir in den Schatten? Garnet stand auf und hielt ihr die Hand hin, um sie hochzuziehen. Die Mädchen liefen zur Grauweide, unter deren Dichtung der Äste sie ein Korb mit Obst, Kuchen und einer Flasche Saft erwartete. Murmelte Alana nach einer Weile mit vollem Mund. Sie wischte sich die Krümel vom Kinn und leckte die Finger ab. Nusskuchen ist der leckerste. Garnet aß eine saftig tropfende Birne und war zu beschäftigt, um zu antworten. Sie nickte nur. Alana pulte an einem Splitter herum, den sie sich in den Fuß getreten hatte. Kommst du morgen wieder zum Unterricht? Bitte. Garnet leckte sich den Saft von den Lippen und wischte die Finger im Moos ab. Warum? Fragte sie. Ich wollte morgen Mama mit den Jährlingen helfen. Alana schnitt eine Grimasse. Dann ist Eindru sicher bei euch, wegen des Heilzaubers. Garnet nickte und brach ein Stück vom Kuchen ab. Alana trommelte gegen den Stamm der Weide. Ich helfe euch, sagte sie. Garnet sah sie verdutzt an. Du? Du hast doch überhaupt keine Ahnung von Heilzaubern. Sie lachte. Du hast so wenig Magie wie ein Schaf, sagt Eindru. Alana richtete sich mit funkelnden Augen auf. Eindru ist selbst ein Schaf, erklärte sie. Ich kann die Jährlinge für euch fangen. Garnet spuckte ein Stückchen Nussschale aus. Das mache ich mit Mama. Hey, was ist los? Du bist doch sonst immer ganz wild darauf, Eramon für dich allein zu machen. Alana errötete. Was redest du da, sagte sie. Nein, ich will nicht alleine mit. Du weißt schon. Garnet legte den Kopf schräg und musterte Alana eindringlich. Aber Ivailo tut doch keiner Fliege was zu leide, sagte sie sanft. Alana trommelte wieder gegen den Baum. Naja, nein, gab sie zu. Er sitzt nur da, glotzt Löcher in mich rein und ist stumm wie ein Fisch. Das ist ganz schön anstrengend, Garnet.
Ihre Freundin stieß amüsiert Luft durch die Nase. Du machst das doch auch, meinte sie ein. Du starrst ihn wütend an, machst spitze Bemerkungen und redest ansonsten nicht mit ihm. Was erwartest du? Alana seufzt. Er mag mich nicht. Das ist in Ordnung, ich kann ihn ja auch nicht leiden. Aber Eramon profiert ihm regelrecht, das ärgert mich. Warum tut er das? Fragte Daniel interessiert. Was weiß ich, erwiderte Alana. Weil er ein Junge ist oder wegen seiner Eltern, Eramon liebt Geheimnisse. Ja, aber das ist doch spannend. Garnet setzte sich auf und zupfte an ihren feuchten Haaren. Keiner erzählt was darüber. Was haben seine Eltern denn Schlimmes angestellt? Alana rückte näher. Sie haben verbotene Zauber angewendet und sich angeblich mit den Feinden des Königs verschworen, sagte Köchin. Garnet riss die Augen auf. Aber woher will Maravet das wissen? Bald der Händler hat es erzählt und der hat es von einem Jäger. Garnet ließ die Backen auf. Einer von Oberons Jägern. Alana nickte bedeutungsvoll. Und seine Eltern waren richtig an einer Verschwörung beteiligt. Garnet klang beeindruckt. Alana wollte ihr erzählen, was sie von der Köchin erfahren hatte, als über ihnen das Geäst der grauen Weide sich heftig zu bewegen begann. Es rauschte und knackte und dann sauste in einem Regen von abgerissenen Blättern und Zweigen ein Elf aus dem Baum und sprang ihnen vor die Füße. Die erschrockenen Mädchen blickten in den Weidungszorn blitzende Augen, sahen seine geballten Fäuste und wichen zurück. Lüge, knurrte der Junge. Alles Lüge. Ach, erwiderte Alana, die sich als erste von ihrem Schreck erholt hatte. Und warum bist du dann hier bei uns und nicht bei deinen Eltern? Sie steckte die Hände in die Seiten und reckte das Kinn vor. Du widerliche Kröte, zischte die Weide. Du gemeiner Fuchs, fauchte Alana. Versuchst dich hier einzuschmeicheln. Na, mischte Garnet sich ein. Das kannst du mir nun wirklich nicht vorwerfen. Sie lachte. Oh doch, rief Alana aufgebracht. Er schmeichelt sich bei Eramon ein, sonst wäre der nicht so verliebt in ihn. Die Weide war einen Moment lang sprachlos. Dein eingebildeter Hauslehrer ist mir völlig egal, rief er dann empört. Ich weiß nicht, was er von mir will. Er kann mir genauso den Buckel runterrutschen, wie ihr alle hier feinen Pinkel. Er spuckte Alana vor die Füße. Na, machte Garnet wieder, das Lachen nun gründlich vergangen war. Die Weide, das macht man doch nicht. Wir sind doch nicht deine Feinde. Er fuhr zu ihr herum, die Fäuste immer noch geballt. Nein, seid ihr das nicht? Was seid ihr dann? Garnet öffnete den Mund zu einer Entgegnung und schloss ihn gleich wieder. Nun ja, murmelte sie dann. Du machst es einem aber auch nicht leicht, weißt du? Was gibst du dich denn mit ihm ab, rief Alana? Und überhaupt, was belauscht er uns hier, dieser Schleicher und Heimlichtuer? Ich habe euch nicht belauscht, brüllte Iwailo. Ich war schon hier, als ihr kamt, und ich habe gehofft, dass ihr schnell wieder geht. Das ist mein Platz. Dein Platz? Alana hatte jetzt auch die Fäuste geballt und zog den Kopf kampflustig zwischen die Schultern. Die beiden standen sich gegenüber wie gereizte Stiere. Jetzt beruhigt euch doch wieder, fuhr Garnet dazwischen. Das ist doch albern. Keiner hat dem anderen was zuleide getan, also bitte. Er ist ein Eindringling, rief Alana anklagend. Warum ergreifst du seine Partei? Bist du nicht meine Freundin? Die Beine fletschten die Zähne. Ich habe nicht darum gebeten, hier zu sein zu stehen. Ich wäre viel lieber zu Hause bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Du hast Freunde, Alana lachte schrill. Und ob ich Freunde habe, schrie Iwailo wütend. Ich bin auf euch blöde Bande nicht angewiesen. Ich komme bestens allein zurecht. Mit diesen Worten drehte er sich um und rannte davon. Alana rief ihm noch einige Schimpfworte hinterher, für die sie ordentlich Ärger bekommen hätte, wenn ihre Mutter sie gehört hätte, und stieß ihre Freundin auffordernd an. Doch Garnet war ganz still. Lass ihn doch in Frieden, sagte sie. Tut er dir denn nicht wenigstens ein bisschen leid? Alana schnaubte, ihr Gesicht bewölkte sich. Doch, gab sie patzig zurück, er tut mir ja leid. Aber er benimmt sich die ganze Zeit so ekelhaft, dass ich darüber nur noch wütender auf ihn werde. Na, du bist ja auch nicht sonderlich nett zu ihm, wandte Garnet ein. Das würde doch nichts ändern. Du bist nett zu ihm, benimmt er sich dir gegenüber auch nur ein Stückchen anders? Garnet schüttelte den Kopf. Nein, gab sie zu. Aber ich glaube, dass er einfach schrecklich unglücklich ist. Wie würdest du dich denn fühlen, wenn deine Eltern so etwas Schreckliches getan hätten? Beide schwiegen und dachten darüber nach. Ja, sicher, das wäre schlimm, sagte Alana in einer Weile. Aber deswegen muss er trotzdem nicht immer so unausstehlich sein. Und was ist nun mit seinen Eltern passiert? Fragte Garnet. Alana hob die Schulter. Keine Ahnung, sagte sie. Bestimmt sind sie hingerichtet worden. Oder für alle Zeit in einen finsteren Kerker gesperrt. Nur mit Ratten und Spinnen als Gesellschaft. Ihre Augen funkelten. Stell dir vor, wie schlimm das ist. Garnet schüttelte sich. Danke, das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Sie rutschte die Stirn.
Warum bist du eigentlich so wütend auf ihn? Er hat dir doch nichts getan. Alana wollte etwas Bissiges erwidern, aber dann sah sie in die betrübten Augen ihrer Freundin und seufzte. Es dreht sich alles um ihn, weil er doch so bedauernswert und so traurig ist. Sie kümmern sich um ihn oder um Eindruck, den Begabten, den Klugen, den Fleißigen. Ich bin bloß Alana, die nichts Besonderes ist oder kann. Erraman ist der Einzige, der mich nicht behandelt, als wäre ich nur ein hübscher Gegenstand. Garnet legte ihr den Arm um die Schulter. Das stimmt doch nicht, sagte sie. Du bist etwas ganz Besonderes. Alana schliefte. Ich weiß selbst, was ich bin. Wenn ich wenigstens Heilkräfte hätte, wie Eindruck. Sie schüttelte die Melancholie ab wie einen lästigen Hund und lächelte Garnet breit an. Was machen wir jetzt? Sollen wir die Teichnymphe suchen gehen? Es gibt keine Teichnymphe in diesem Tumpel, nur Frösche, murmelte Garnet. Aber sie stand bereitwillig auf. In der Abenddämmerung kam sie auf ihr Gespräch vom Nachmittag zurück. Alana schaukelte auf dem untersten Ast der Weide und Garnet hockte auf dem ungedrehten Korb. Wir müssen ja nun irgendwie mit ihm auskommen, sagte Garnet in ihrer sachlichen Art. Alana musterte sie mit misstrauisch zusammengekniffenen Augen. Du bist ja bloß verschossen in ihn. Ich sage dir was, Garnet. Das liegt nur daran, dass außer Eindruck und ihm kein anderer Junge hier wohnt. Und Eindruck ist wirklich niemand zu verlieben. Garnets Lachen klang ein wenig gezwungen. Du redest manchmal wirklich dummes Zeug. Warum sollte ich in Iwaido verschossen sein? Er kann mich ebenso wenig leiden wie dich. Es tut mir leid, erwiderte Alana. Ehrlich, Garnet, auch wenn ich ihn nicht mag. Sie schaute zum Himmel und sprang auf den Boden. Ich muss los. Erraman wollte Eindruck nicht sprechen. Sie schnitt eine Grimasse. Wahrscheinlich wegen Iwaido. Es dreht sich ja immer alles um Iwaido. Bringst du den Korb zurück? Du bist ein Schatz. Sie winkte ihrer Freundin zu und lief davon. Garnet rupfte mit den Zehen noch Gedanken verloren ein wenig Moos aus, dann stand auch sie auf, nahm den leeren Korb unter den Arm und folgte Alana langsam zum Haus. Erraman saß am Fenster. Er las in einem Buch und nippte dabei an einem Becher, aus dem es nach Minze und Salbei roch. Als Alana ins Zimmer stürmte, schaute er auf und einen Moment lang erschien ihr sein Gesicht so fremd, dass sie sich erschreckte. Dann wich der ferne Blick aus seinen Augen, er lächelte sie an und deutete auf den Sessel gegenüber dem seinen. Wir warten noch auf deinen Bruder, sagte er. Nimm dir Tee und ein Buch. Wie war dein Tag? Nett, sagte Alana und griff nach dem Band mit Erzählungen aus den Ostlanden, den sie gerade las. Erraman wartete, ob sie noch etwas sagen wollte, dann nickte er und vertiefte sich ebenfalls in seine Lektüre. Eine Weile später öffnete sich die Tür, jemand trat auf leisen Sohlen ein und setzte sich in einen des Lieblingssessel. Alana war ganz versunken in ihre Geschichte vom Prinzen mit den Löwenaugen. Sie sah nicht auf, sagte nur na und las weiter. Tee gluckerte in einen Becher, Papier raschelte. Erraman murmelte etwas vor sich hin. Eine Feder kratzte über Pergament. Es war still und friedlich, der Prinz mit den Löwenaugen heiratete endlich die Prinzessin mit der Nachtigallenstimme. Alana klappte das Buch zu, seufzte zufrieden und schaute auf. Wo bleibt Eindruck? Fragte Erraman im selben Moment, als Alana erkannte, dass es nicht ihr Bruder war, der ihr gegenüber saß, die Beine untergeschlagen, den Kopf tief über sein Buch gebeugt. Sie verzog das Gesicht und sah Erraman wütend an. Der Lehrer erwiderte ihren Blick erstaunt und ein wenig belustigt. Die Tür sprang auf und schlug gegen die Wand. Hoppla, sagte Eindruck vergnügt, setzte hinzu, Mutter bittet um Entschuldigung, dass sie mich so lange festgehalten hat. Er wollte sich in seinen Sessel fallen lassen und runzelte ärgerlich die Stirn, als er ihn gesetzt sah. Hey, sagte er, zuckte aber dann mit den Schultern und zog sich einen Stuhl heran. Ist schon gut, meinte er, als er Alanas aufgebrachte Miene sah. Immerhin bin ich zu spät gekommen. Jetzt klappte Iwaido sein Buch zu und sah Erraman an. Dass er ihren Blick offensichtlich mied, brachte Alana noch mehr auf. Hey, du, sagte sie. Er wandte aufreizend langsam den Kopf und blickte sie an. Seine eishellen Augen musterten sie wie einen uninteressanten Gegenstand. Redest du mit mir? Fragte er. Seine ausdruckslose Miene ließ Alanas Zorn hell auflodern. Du nimmst dir ein bisschen viel heraus, Betteljunge, sagte sie scharf. Sonne, murmelte Eindruck bei ihr besänftigend, aber Alana konnte sich nicht beruhigen lassen. Was willst du hier, wenn du uns alle so schrecklich findest? Wir haben dich nicht eingeladen. Warum gehst du nicht wieder dahin zurück, wo du hergekommen bist? Sie bemerkte trotz ihrer Wut, dass Iwaido bei diesen Worten ihrem Lehrer einen vorwurfsvollen Blick zuwarf, den Erraman mit dem üblichen leisen Lächeln beantwortete. Also, fragte sie, warum gehst du nicht einfach? Iwaido zuckte mit den Schultern. Ich finde es hier ganz nett, Sonne, erwiderte er voll Augen. Alana packte das Buch, das vorher auf dem Tisch lag, und hob die Hand, um es Iwaido an den Kopf zu werfen. Halt, sagte Erraman. Er sagte es leise, aber seine Stimme klang so klar und hallend wie ein ferner Gongschlag.
Alana warf das Buch achtlos zurück auf den Tisch und ballte ihre Hand in ihrem Schoß zur Faust. Sie zwang sich, den Blick von Ivailos höhnischer Miene abzuwenden und ihren Lehrer anzusehen. Alana erwartete, dass Eramon sie nun ermahnte. Sie schämte sich ein wenig wegen ihres Ausbruchs. Warum regte der fremde Junge sie nur so auf? Sollte sie ihn nicht einfach ignorieren, so wie er es mit ihr tat? Sie hob den Kopf und blickte Eramon herausfordernd an. Doch ihr Lehrer legte die Fingerkuppen zusammen und tippte damit nachdenklich gegen sein Kinn. Er musterte die Geschwister und ließ seinen Blick dann etwas länger auf Ivailo verweilen. Ich möchte etwas mit euch besprechen, begann er schließlich. Es betrifft euren Unterricht. Er zögerte, schien nach Worten zu suchen. Alana durchfuhr ein eiskalter Schreck. Was, wenn er ihnen nun eröffnete, dass er sie nicht weiter unterrichten konnte? Andrew lernte sein Handwerk schließlich bei ihrer Mutter und sie selbst hatte keine besondere Begabung, die es zu fördern galt. Eramons eigentliche Aufgabe war die Pflege der Bibliothek. Vielleicht hatte Gonja bestimmt, dass sein Bibliothekar sich nunmehr ganz auf seine Bücher zu konzentrieren hatte. Ich unterrichte euch jetzt schon eine recht lange Zeit, fuhr Eramon fort und bestätigte damit Alanas Befürchtungen. Ihr seid klug genug, euch selbst mit Hilfe der Bücher, die eurem Vater gehören, weiterzubilden. Als euer Lehrer bin ich inzwischen so gut wie nutzlos. Alana murrte und auch Andrew ließ ein missbilligendes Brummen hören. Eramon hob die Hand. Halt, sagte er. Hört euch doch bitte an, was ich zu sagen habe. Alana beugte sich vor. Sie bemerkte, dass Ivailo die Augen zusammenkniff, als würde er von etwas Hellem geblendet. Eramon warf ihm einen flüchtigen Blick zu und fuhr dann fort. Es gibt ein Wissensgebiet, in dem ich euch noch von Nutzen wäre. Und es ist der Wunsch eures Vaters, dass ich euch darin ab jetzt ausschließlich unterrichte. Er pausierte und sah sie der Reihe nach an. Auf Ivailo verweilte sein Blick einen Wimpernschlag länger und er nickte, als hätte der Junge ihm etwas gesagt. Es ist die alte Kunst, sagte er dann. Alana verstand nicht gleich, was der Lehrer damit meinte, aber sie sah, wie Ivailo den Kopf hochriss, als hätte er einen lauten Ruf gehört und auch Andrew sich im Sitz aufrichtete. Aber es ist verboten, sagte Andrew. Ivailo schnaubte verächtlich. Eramon nickte einen Finger an den Mund und lächelte verschmitzt. Es ist verboten, die alte Kunst auszuüben, sagte er. Aber es war niemals die Rede davon, dass man sie nicht mehr lehren oder erlernen darf. Alana hielt den Atem an. Eramon sprach von der verbotenen Elfenmagie. Aber das konnte doch nicht sein. Gondia würde doch niemals gegen Oberons Wort verstoßen. Eramon nickte, als hätte er ihre Gedanken gelesen. Wir tun nichts Verbotenes, sagte er ernst. Die alte Kunst ist wertvoll. Noch nicht einmal Oberon kann wirklich wollen, dass unser Volk sie vergisst. Und es würde unweigerlich passieren, wenn kein Elf sie mehr erlernt. Es ist ja heute schon so, dass mehr und mehr davon verloren geht. Er nickte Ivailo zu, der flüchtig lächelte. Alana saß in Verblüffung. Das war das erste Mal, dass das Gesicht des Jungen einen anderen als den üblichen mürrischen oder zornigen Ausdruck zeigte. Das hätte gar nicht gefallen, dachte sie. Und Vater wünscht, dass wir uns damit beschäftigen? Fragte Andrew. Er klang ungläubig. Eramon nickte ernst. Du wirst ja von deiner Mutter schon in einem Bereich der alten Kunst unterwiesen, erwiderte er. Gonja ist der Meinung, dass es deinen Fähigkeiten als Heiler nur zuträglich sein kann, wenn du mehr als nur die Heilkunst erlernst. Und Ivailo? Fragte Andrew, der gleichzeitig erstaunt und fasziniert reinblickte. Alana schaute den fremden Jungen an, der sich mit undeutbarer Miene im Sessel zurückgelehnt und die Arme vor der Brust verschränkt hatte. Eramon lächelte. Ivailo ist nicht ganz unbewandert in den alten Künsten, erwiderte er. Dann sah er Alana an und auch Andrew wandte sich ihr zu. Alana spürte, dass ihr Hitze ins Gesicht stieg, weil ihr Bruder sie so mitleidig anschaute. Ich bin da wohl überflüssig, sagte sie und machte Anstalten, sich zu erheben. Eramon hielt sie mit einer Handbewegung zurück. Warte, Alana, sagte er. Seine Augen lächelten ihr zu, obwohl sein Gesicht ernst blieb. Lauf nicht weg. Du magst über keine besondere Begabung verfügen, aber das ist kein Grund, sich nicht mit der alten Kunst zu beschäftigen. Auch Unbegabte können Magie bewirken. Das siehst du daran, dass du Feenlichter entzünden kannst. Jemand, der über keinerlei magische Fähigkeiten verfügt, wie zum Beispiel ein Mensch, kann das nicht. Alana senkte den Kopf. Das ist wenig genug, sagte sie. Ich würde euch nur stören oder aufhalten. Sie spürte, dass ihr die Tränen kamen und blinzelte sie heftig weg. Bloß nicht vor Ivailo losweinen. Das würdest du nicht, rief Andrew, und auch Eramon brummte zustimmend. Alana schniefte kurz und setzte dann ihr strahlendes Lächeln auf. Eramon nickte ihr zu. Wir fangen also morgen mit dem Unterricht an, sagte er und hob mahnend die Hand. Eins ist noch wichtig. Versprecht mir, dass ihr mit niemandem darüber redet. Außerhalb dieses Raums darf kein Wort darüber fallen. Er musterte sie eindringlich.
Versteht ihr, es darf kein falscher Verdacht aufkommen. Das ist eurem Vater sehr wichtig. Ein Gerücht hat sich schnell verbreitet und es ist sehr schwer, so etwas dann wieder aus der Welt zu schaffen. Alana runzelte die Stirn. Mit niemandem? Aber mit unseren Eltern oder mit Garnet können wir doch bestimmt mit niemandem, wiederholte er unscharf. Die Anweisung kommt von Gondia. Selbst wenn er persönlich euch nach dem Fortgang eurer Studien fragt, sollt ihr nicht über die wahre Natur des Unterrichts sprechen. Es hat zu schnell jemand etwas Falsches aufgeschnappt und weitergetragen. Einer schüttelte den Kopf. Du hast gerade gesagt, der Unterricht wäre nicht verboten. Das ist er auch nicht. Aber böse Zungen könnten verbreiten, dass Gondias Haushalt, seine eigenen Kinder sich mit verbotenen Künsten beschäftigen. Und das wäre sehr unangenehm für euren Vater. Aramon sah sie nacheinander an. Eindro nickte nach einer Weile, die Weile hob gelangweilt die Schulter und Alana zögerte. Es gefällt mir nicht, gar nicht zu belügen, sagte sie. Sie hat oft an unserem Unterricht teilgenommen. Was soll ich ihr jetzt sagen, warum sie das nicht mehr darf? Aramon schwieg eine Weile. Dann sagte er, ich denke darüber nach, Alana. Und ich werde deinen Vater fragen. Vielleicht können wir gar nicht hinzunehmen. Warum eigentlich nicht? Sie hat sicherlich nicht weniger Talent als du. Alana zuckte zusammen. Nein, sicher nicht, sagte sie gepresst. Aramon bemerkte nicht, dass er sie verletzt hatte. Er trommelte nachdenklich mit den Fingern gegen die Armlehne seines Sessels. Dann sah er auf. Danke, das war's, was ich von euch wollte. Wir sehen uns dann morgen wie immer hier in der Bibliothek. Alana und Eindro standen auf und verabschiedeten sich. Und während sie nebeneinander zur Tür gingen, hörten sie, wie Aramon sagte, bleib noch einen Moment, Ivaldo. Alana schloss die Tür und sah Eindro an. Was denkst du? Ihr Bruder schüttelte den Kopf. Das klingt alles seltsam, aber weißt du was? Es ist mir egal, ob es verboten ist oder nicht. Ich freue mich auf den Unterricht. Alana rümpfte die Nase. Bloß schade, dass Ivaldo auch dabei sein wird. Ich werde gleich noch am Stand von Ars Edition sein, da kann man dann sowas hier unterschrieben bekommen oder auch, wenn jemand ein Buch haben will, ein Buch kaufen und sich von mir signieren lassen. Ich glaube, da hinten stehen auch schon ein paar, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Also ich bin auf jeden Fall jetzt noch hier. Wer was wissen möchte, wer mich was fragen möchte, ich stehe zur Verfügung.